war es richtig, dass wir sie ja nicht mit bei uns aufgenommen haben. Wir haben uns dieses Jahr Felicitas Kunterbund ausgesucht. Da geht es um eine Puppe, die wird der kleinen Martha geschenkt. Und die Felicitas kommt neu in die Spielzeugtruhe und die ganzen Spielzeuge können sie aber nicht leiden, weil Felicitas, die ist ganz bunt und die ist eine Puppe und kein Kuscheltier. Und sie wollen sie aus der Truhe vertreiben. Und der Rabador, der Zauberer, der bestraft die dann, weil die so gemein sind zu Felicitas und versperrt die Truhe und dann können sie nicht mehr nach Hause, nur wenn sie zusammenarbeiten und den Schlüssel finden. Und sie erkennen dann auf ihrer Reise durch die Welt, also sie reisen auf alle Kontinente, dass der Schlüssel etwas anderes ist, also kein Schlüssel, den man aufsperren kann, sondern dass man durch Freundschaft und Zusammenhalt an sein Ziel kommt. Und am Ende schauen wir mal, was rauskommt. Wir haben uns eine ganze Menge Lieder rausgesucht aus dem Musical, nicht alle, aber 8 Stück und die werden wir an der Trommel begleiten. Die Schwierigkeit ist die, dass jede Trommel, also es sind ja verschiedene Trommeln, verschiedene ja, Klanginstrumente und jeder trommelt eine eigene Stimme. Und das heißt, ich muss mit einem Ohr bei der Musik sein, mit einem anderen Ohr bei meinem Instrument und dann brauche ich sogar noch ein drittes Ohr, nämlich das, was noch auf meine Mitmusiker hört. Und am Ende müssen eben alle zusammen sein und es darf nicht auseinanderfliegen, rhythmisch. Das ist die Schwierigkeit. Wir üben die Lieder für den Chor, auch die Bewegungen dazu. Und der Chor besteht aber prinzipiell das ganze Jahr über. Die Siree, die den Chor eigentlich leitet, hat, glaube ich, ein ganzes Jahr jede Woche eine Stunde mit dem Chor geübt und jede Woche ein neues Lied mit ihnen einstudiert, sodass jetzt am Ende, nach diesem ganzen Dreivierteljahr Probe, der Chor alle Lieder kann, auswendig.